Herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Zieglerschen, hier vom Höchsten, direkt über dem Bodensee und gegenüber den Schweizer und österreichischen Alpen. Wer bei sich selbst stehen bleibt, kommt nicht weit. Aufregend wird das Leben erst dann, wenn wir uns herausrufen lassen und uns auf den Weg machen über die eigenen Grenzen hinaus. Dieses Zitat von Franz Kamphaus soll Sie ermutigen. Machen Sie sich heute in diesem Gottesdienst mit mir auf einen Weg. Wir starten mit einer dreiteiligen Predigtreihe über Johannes 14, Vers 6. Jesus sagt dort: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zu Gast im Gottesdienst ist der Gospelmusiker Helmut Joost. Mit seinen Liedern für Alt und Jung sorgt er gerade für viel frischen Wind in der Kirche Land auf, Land ab. Hören Sie ihn im Interview und mit seiner Musik. Lassen Sie uns nun diesen Gottesdienst miteinander feiern, im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und ich lade Sie ein zu einem ersten Lied zum Thema Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Lassen Sie uns zusammen beten mit Worten aus Psalm 121. Gott behütet mich. Er behütet mich auf allen Wegen, heute und immer. Ich schaue hin, ich schaue her und frage, will mir denn keiner helfen?
dann fällt mir ein, dass Gott bei mir ist. Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Gott behütet mich. Er behütet mich auf allen Wegen, heute und immer. Gott schläft nicht. Er führt meine Füße bei jedem Schritt. Er ist bei mir wie mein Schatten und leitet meine Hand. Tag und Nacht steht er mir zur Seite. Gott behütet mich. Er behütet mich auf allen Wegen, heute und immer. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lassen Sie uns miteinander beten. Gott, du väterliche Stütze und mütterliche Sorge, wir danken dir. Aus dem Spiel der Kräfte im großen All können wir dich ebenso erahnen wie beim Wachsen des kleinen Grashalmes. Das ist aber nicht genug. Wir sollen dich nicht nur erahnen, sondern auch unverwechselbar erkennen können. So hast du in Jesus von Nazareth ein Menschengesicht und ein Menschenleben angenommen. Du bist für uns kein unbekannter Gott, der uns nur Fragen und Rätsel aufgibt. Vielmehr bist du der geheimnisvolle Gott, der lacht und leidet, liebt und lebt. Deine Nähe macht uns dankbar. Amen. In der Bibel in Johannes 14, 1-6 steht: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Spricht zu ihm Thomas: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Zu Gast in der Stunde des Höchsten ist heute ein Mann, der im Augenblick wie kein anderer die Kirchenmusik in Deutschland verändert. Unter anderem hat der Musiker Helmut Joost den Gospelkirchentag mit initiiert. Beim letzten in Karlsruhe waren immerhin über 80.000 Teilnehmer dabei. Man nennt ihn den schwärzesten Weißen. Er ist Gospelmusiker mit Leib und Seele. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Hallo und herzlich willkommen, Herr Joost. Hallo, schönen guten Tag. Fühlen Sie sich denn als der moderne Paul Gerhardt des 21. Jahrhunderts? Uiuiui, das wäre bestimmt zu dick aufgetragen. Also keineswegs, muss ich eigentlich sagen. Eigentlich fühle ich mich als jemand, der vielleicht ein Angebot, ein weiteres Angebot in dem großen Kreis der Kirchenmusiker machen kann, aber auch mehr nicht. Wer weiß, Paul Gerhardt ist ja jetzt auch erst so richtig bekannt geworden. Mal gucken, was in 500 Jahren ist. Das kriegen wir ja nicht mehr mit. Sie haben mir erzählt, dass Sie eigentlich Theologie studiert haben und Pfarrer werden wollten. Sind Sie dann vom Glauben abgefallen? Nee, keineswegs. Ich habe Theologie studiert, das stimmt in der Tat. Ich habe es 10 Semester durchgehalten, habe allerdings parallel dazu auch schon immer Musik gemacht. Und dann war es irgendwann so, dass ich mich wirklich entscheiden musste. Was mache ich jetzt? Will ich weiter Musik machen und will ich weiterhin so intensiv Musik machen, dann muss ich aufhören mit Studieren, muss mich der ganzen Sache dann auch wirklich mit Leib und Seele verschreiben. Und das habe ich auch dann getan.
Heute sind Sie im Bereich Gospels gelandet. Wieso ausgerechnet Gospelmusik? Weil mich Gospel im Grunde genommen von klein auf interessiert hat. Das hört sich ein bisschen komisch an für einen normalen Mitteleuropäer, aber das ist in der Tat so. Es gab einen Soldatensender, der hieß AFN, American Forces Network. Und auf diesem Soldatensender gab es eine Sendung, die hieß Sounds of Sunday. Und Sounds of Sunday hat immer aufgemacht vorne, musikalisch, mit einem Song von Andre Crouch, der hieß Soon and Very Soon. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, wann ich das zum ersten Mal gehört habe, aber noch als ich sehr jung war, vielleicht 10, 11 oder 12. Und ab da war ich Gospel-Fan. Das hat mich so gepackt, dieser Sound, wie die Leute gesungen haben. Das hat mich so elektrisiert, dass ich mir im Grunde genommen gesagt habe, wenn ich mal groß bin, dann möchte ich das auch machen. Wenn ich es richtig weiß, die Erfinder von Gospelmusik, die haben ja nicht nur gesungen um der Musik willen, sondern sie haben ihre tiefen Krisen und Schicksalsschläge damit verarbeitet. Geht es Ihnen genauso? Können Sie biografisch da irgendwie was mit anfangen, dass man mit solcher Musik auch eigene Krisen verarbeiten kann? Ja, ganz bestimmt. Ich könnte jetzt keine Mene-Tegel-Situation beschreiben, aber dass Gospelmusik ein Spiegel auch meiner Seele ist, mit Euphorie, mit Trauer, mit Depression, mit Hoffnung und mit Zerstörung und mit allem, was ein menschlicher Geist und ein menschliches Gemüt so durchmacht, das ist für mich vollkommen klar. Und das spiegelt sich auch mit Sicherheit in den Texten wieder, die ich und wir schreiben. Das heißt, man muss sich Ihren Alltag so vorstellen, wenn Sie depressiv gestimmt sind oder traurig über irgendwas, dann fangen Sie an zu singen. Das müsste ich eigentlich selber mal überprüfen. Auf jeden Fall ist es so, dass mich Gospelmusik lachen und weinen macht. Und dass es sehr wohl so ist, dass wenn ich deprimiert bin, dass ich, wenn ich die Zeit finde, dass ich mir ein Lied anhören kann, wo ich mitsingen kann und wo ich mir denken kann, komm, Alter, lass dich jetzt nicht runterkriegen. Es gibt Hoffnung und ist das nicht schön, dass dieser liebende Gott auf dich wartet und dich wieder aufbauen will, weil das er auch im Gospel vorkommt. Deprimiert könnte man doch zum Beispiel als Musiker sein, wenn man an über 1000 CDs wie Sie mitgewirkt hat und trotzdem keinen Namen trägt wie Dieter Bohlen oder Stefan Raab oder sonst irgendwie. Können Sie damit leben? Sehr, sehr gut. Wunderbar. Wenn man sich für so eine Karriere entschieden hat, wie ich das getan habe, nämlich Studiomusiker zu sein, dann muss man wissen, dass man Handwerker ist in einem Studio, wo Musik aufgenommen und arrangiert und produziert wird. Und wenn dieser Job zu Ende ist, dann geht man nach Hause und wenn da berühmte Stücke oder berühmte CDs oder was raus werden, dann ist man daran nicht mehr beteiligt. Bis auf die Tatsache, dass man halt eben auf dem Stück gespielt, gesungen, arrangiert und noch was gemacht hat. Aber das ist eine bestimmte Entscheidung, die man trifft in seinem Leben. Das ist mein Job, das mache ich am liebsten. Ich habe nie versucht, zum Beispiel einen Plattenvertrag bei irgendeinem Major Company zu bekommen. Ich habe noch nie denen irgendein Demo von meiner Musik geschickt. Das war nie ein wirkliches Lebensziel für mich. Wenn Sie von Gott singen, und das tun Sie in Gospels und diesen ganzen großen christlichen Visionen, singen Sie davon wie andere in Schlagern von der Liebe und vom Geld? Oder packt Sie das Thema Gott und christliche Visionen ganz tief drin immer noch? Das Zweite ist der Fall. Natürlich, ich bin nach wie vor im Grunde genommen ein missionarisch eingestellter Mensch. Ich bin glücklich, zufrieden mit meinem Christsein. Und ich möchte gerne anderen davon weitererzählen und andere zum Christsein einladen. Das will ich nicht tun mit einer Keule in der Hand und das will ich nicht tun, indem ich andere Leute verängstige oder sonst was, sondern das möchte ich gerne so tun, dass ich sage, Leute, ich habe einen Halt und eine Hoffnung für mein Leben gefunden und mich würde es unglaublich freuen, wenn ihr den gleichen Halt, die gleiche Hoffnung, den gleichen Glauben finden könntet. Und insofern ist das für mich völlig normal, dass ich mich nicht auf eine Bühne stellen kann und Larifari singen kann oder irgendwie Tralala singen kann, sondern für mich ist das völlig normal, dass wenn ich mich auf eine Bühne stelle und spiele und singe, dann kommt meine Haltung und meine Einstellung rüber und damit auch mein Einladen zum Glauben rüber. Davon hören wir gleich noch was.
von was Sie singen, kann man auf einer Ihrer neuesten CDs hören, nämlich einer Gospelmesse. Von der haben wir übrigens 10 Stück heute zu verschenken. Sagen Sie uns in 2 Sätzen, was muss man sich unter so einer Gospelmesse vorstellen? Was muss man sich vorstellen? Es ist so, wenn wir Gospelmusik spielen, dann sagen viele Pfarrer, Gemeindepfarrer zu uns, Helmut, das ist sehr schön, dass ihr Gospelmusik spielt und die hören wir auch sehr gerne mittlerweile im Kirchenalltag, aber wir können nicht richtig was damit anfangen, weil die Gemeinde das nicht mitsingen kann, weil es halt eben Englisch ist. Und das war der Grund und der Auslöser dafür, dass wir versucht haben, alle liturgischen Stationen eines Gottesdienstes mit Musik zu versehen, mit Gospelmusik zu versehen, und das direkt in 2 Sprachen. Und so haben wir das auf dieser CD versucht. Wir bieten 12 oder 13 Stücke an, die durch einen Gottesdienst wandern. Und diese Stücke kann man, wenn man möchte, sowohl in Englisch als auch in Deutsch singen. Und das haben wir jetzt etliche Male ausprobieren dürfen an unterschiedlichen Stellen und stellen fest, das Angebot wird sehr gerne angenommen. Das muss man sich so vorstellen, wir fangen an, ein Lied zu singen in Englisch. Dann kann die Gemeinde 2 Strophen, 2 Refrains, Zeit, sich das Lied anzuhören. Und dann frage ich schlicht und ergreifend, Leute, habt ihr Lust mitzusingen? Der deutsche Text geht folgendermaßen. Entweder ist an die Wand projiziert oder ich sage ihn einfach vor. Und dann singen wir zusammen das Lied in Deutsch. Und das ist eine wunderschöne Interaktion mit dem Publikum. Und Gott sei Dank, weil es war ja ein Versuch, Gott sei Dank funktioniert. Und das macht uns natürlich froh. Ein Mensch, der die Kirchenmusikwelt verändert. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Herzlichen Dank, Herr Jost, dass Sie bei uns waren. Wir lassen Sie nicht gehen, ohne dass Sie uns eine Kostprobe gegeben haben. Sie dürfen schon mal am Flügel Platz nehmen. Und wie gesagt, wir haben 10 dieser CDs für Sie zum Verschenken. Melden Sie sich bei uns und freuen Sie sich jetzt mit mir zusammen auf Helmut Jost. Was ist geschehen, ist anders als es früher mal war. Ich bin eigentlich blind und kann doch sehen. Etwas hat mich verwandelt, bin gestärkt durch eine ungewohnte Kraft. Ich bin eigentlich lahm und kann doch gehen. Staunend stehe ich davor, dass ich weiß, was ich sonst nicht wissen kann. Mein Glaube ist Gewissheit, dankbar nehme ich es an. Kann 1000-mal versuchen, zu erklären, zu verstehen. Doch ein letzter Zweifel bleibt bestehen. Noch einmal ehrlich fragen, akzeptieren und ich erlebe, das Wunder kann geschehen. Wie kann man so genau wissen, dass es diesen Gott wirklich gibt, dass er sich um mich kümmert und mich liebt? Wie kann man so überzeugt sein, so sicher in dem, was man glaubt? Was andere nur belächeln, ist das, was mir Hoffnung gibt. Staunend stehe ich davor, dass ich weiß, was ich sonst nicht wissen kann. Mein Glaube ist Gewissheit, dankbar nehme ich es an. Kann 1000-mal versuchen, zu erklären, zu verstehen. Doch ein letzter Zweifel bleibt bestehen. Noch einmal ehrlich fragen, die Wahrheit akzeptieren und ich erlebe, das Wunder kann geschehen. Ich kann es nicht erklären, meine Gedanken sind zu klein. Wer es nicht erlebt, wird es niemals verstehen. Ich kann es nur bezeugen,
dass es stimmt und ich lade dich ein. In den Kreis der Beschenkten und in die Familie derer, die sehen. Staunend stehe ich davor, dass ich weiß, was ich sonst nicht wissen kann. Mein Glaube ist Gewissheit, dankbar nehme ich es an. Kann tausendmal versuchen zu erklären, zu verstehen, doch ein letzter Zweifel bleibt bestehen. Noch einmal ehrlich fragen, die Wahrheit akzeptieren und ich erlebe, das Wunder kann geschehen. Und ich erlebe, das Wunder kann geschehen. Und ich erlebe, das Wunder kann Heute möchte ich Sie einladen, mit mir nach draußen zu kommen. Eine Predigt sozusagen unter freiem Himmel. Kommen Sie mit, machen Sie sich mit mir auf den Weg. Ich möchte gerne mit Ihnen ein Stück Weg gemeinsam zurücklegen. So ein Weg unter freiem Himmel. An der frischen Luft, das bringt mich auf neue Gedanken. Und ich bin ganz bei der Sache. Konzentriere mich auf den Weg, der vor mir liegt. Konzentriere mich auf den Weg, der hinter mir liegt. Jeder Weg hat mich bisher um eine Erfahrung reicher gemacht. Schon ganz oft habe ich einen Weg eingeschlagen. Wortwörtlich, so wie früher, als erst noch Bäume und Sträucher niedergeschlagen werden mussten, um sich einen Weg zu bahnen. Beruflich habe ich einen Weg eingeschlagen, familiär, religiös. Ich habe einen Weg eingeschlagen und Gott sei Dank waren immer alle Wege mit Entdeckungen und Erfahrungen verknüpft. Ich habe viele gute Weggefährten gewonnen. Vielen davon habe ich viel zu verdanken, weil sie mir den Weg geebnet haben. Ich denke zum Beispiel an einen Freund, der mir während meiner stärksten Zweifel und Krisen die Treue gehalten hat und mir Entscheidendes mit auf den Weg gegeben hat. Einen guten Rat, eine tröstliche Geste, ein wohlwollendes Wort. Gerade auch in den Zeiten, wo ich mir selbst oder wo mir andere im Weg standen, wo kein Weiterkommen mehr möglich war, ohne konfrontiert zu werden mit der Wahrheit, mit einer fälligen Entschuldigung. Manchen Menschen, und das muss ich auch zugeben, denen traue ich bis heute nicht mehr über den Weg. Es war einfach enttäuschend, was da rauskam, wie sie sich verhalten haben, wie sie mit mir umgegangen sind. Vielleicht war es ja auch meine Schuld. Ich hatte vielleicht viel zu viel von ihnen erwartet. Trotzdem, vieles ist schon aus dem Weg geräumt worden. Viel Unliebsames, viel Hemmendes, viel Fragwürdiges, viel, was einfach nicht weitergebracht hätte. Oftmals bin ich einer Sache oder irgendjemand aus dem Weg gegangen. Ich wollte ihm nicht begegnen, wollte nichts damit zu tun haben, wollte keine Entscheidung zu treffen. Manchmal bin ich auch auf halbem Weg stehen geblieben, konnte das Ziel nicht erreichen, hatte das Gefühl, versagt zu haben. Oder ich habe nichts zu Wege gebracht, alle Mühe war umsonst, hatte keinen Erfolg. Und irgendwie hat sich das ungute Gefühl breit gemacht. Wenn ich auf meinem Weg bin, dann bringe ich es zu nichts. Tja. Manchmal waren die Wege auch krumme Wege, schiefe Wege. Manche Wege waren dornige Wege, weil Leid und Hindernisse den Weg gesäumt haben. Manchmal waren es steinige Wege. Man hat es nicht leicht gehabt, musste viel erdulden. Ab und zu habe ich mir den bequemsten Weg rausgesucht. Aber leider, so hat es sich dann rausgestellt, war das nicht unbedingt der beste Weg. Auch der goldene Mittelweg übrigens hat mich nicht immer zum Ziel gebracht. Zu oft waren Kompromisse einzugehen, weil man Angst hatte vor irgendeiner eindeutigen Entscheidung und Angst hatte vor den Konsequenzen. Oft war ich schon auf dem besten Weg, auf dem
besten Weg, mich gesundheitlich kaputt zu machen. Auf dem besten Weg, meine Beziehung zu gefährden. Auf dem besten Weg, mir meine Zukunft zu verbauen, weil ich irgendetwas überhaupt nicht berücksichtigt hatte oder auf falsche Ratschläge gehört habe. Ich war auf dem besten Weg, so sagt man. Und oft habe ich natürlich auch bei anderen neidisch gesehen, die gehen ihren Weg, die machen ihren Weg, die haben Erfolg, die kommen voran, die steigen immer höher auf, denen stehen alle Wege offen. Ach ja, und auch das fällt mir noch ein in Sachen Wegen. Viele Wege haben sich getrennt. Ich musste weggehen, weitergehen, fortgehen, wurde in die Fremde geführt. Die Beziehung hat nicht gehalten, was sie versprochen hat. Das liebgewordene Elternhaus galt es zu verlassen. Das alles war und ist der Weg. Und dann kam irgendwann Christus auf dem Weg entgegen. Er kam in mein Leben. Und dieser Christus hat gesagt, ich bin der Weg. Mein Weg ist Christus. Nichts von all dem, was auf dem Weg bisher geschehen ist oder in Zukunft geschehen wird, geschieht ohne Christus. Alle guten und schlechten Wegerfahrungen, alles, alles ist Christus. Jesus ist der Weg. Ich halte an, spüre mit allen Sinnen, wie der Weg ist. Und ich spüre, es ist gut, dass ich im Leben auf einem Weg bin. Denn ich habe Boden unter den Füßen. Boden, der mich trägt. So wie es von Gott einmal heißt, du bist mir aufgeladen. Ich trage dich von Mutterleibe an. Und ich werde dich tragen, bis du alt und grau wirst. Es tut gut, auf dem Weg zu sein. Und dann schweifen meine Blicke vom Weg ab und sehen neben dem Weg frisches, grünes Weideland. Und ich erinnere mich an einen treuen Weggefährten, den guten Hirten. Wie sagt er, er führt mich zu blühenden Weiden. Er lässt mich lagern an Wassern. Meine Seele kommt zum Atmen. Danach kann ich meinen Weg mit neuer Kraft fortsetzen. Boah, wie gut tut das. Ich bin nicht allein auf meinem Weg. Der gute Hirte selbst ist bei mir. Selbst im dunkelsten Tal, selbst am Abgrund, selbst in Todesschluchten, wenn mich die Angst packt. Ich sterbe nicht vor Angst, denn ich bin nicht alleine. Der gute Hirte ist mit mir auf dem Weg. Da fällt mir ein Weggebet ein von Dietrich Bonhoeffer. In mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist der Frieden. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den rechten Weg für mich. Christus ist der Weg und ich bin mit ihm auf dem Weg. Bei allem Suchen nach dem richtigen Weg, bei allem mühsamen Tasten und langwierigen Umherirren, bei allen Umwegen, bei allen Höhen und Tiefen, Christus ist der Weg. Und er ist mit mir auf dem Weg. Ich bin nicht auf dem Holzweg, ich bin auf einem Christusweg. Übrigens schon die ganze Zeit, schon den ganzen langen Weg, den ich zurückgelegt habe. Und wie beruhigend, erst recht der Weg, der noch völlig unbekannt vor mir liegt. Und selbst wenn ich den Eindruck habe, das hier ist ein Irrweg, das ist eine Sackgasse, so ist es doch letzten Endes ein Jesusweg. Ich bin der Weg, sagt Jesus. Und im Vertrauen auf ihn ist das für mich der Weg zum Leben. Er ist es, der mich auf den Weg gebracht hat. Er ist es, der um jeden Aufbruch weiß, der das Zurückgelassene behütet, der das Neue beschützt, der mich bei den vielen ersten und ganz kleinen Schritten begleitet. Er gibt meinen Füßen Halt und er kennt den Weg und das Ziel. So ist es auf dem Jesusweg. So ist es auf dem Jesusweg. Und auch das ist beruhigend. Er schenkt meinen Füßen immer wieder weiten Raum, dass ich gehen kann. Und wenn sich Nebel breit macht am Boden, dann schenkt er mir zwei Augen, die den Durchblick finden. Wenn einmal Tränen fließen auf dem Weg, schenkt er mir Hände, die sie ganz behutsam trocknen. Stellen sich Fragen auf dem Weg nach der Zukunft. Was wird kommen?
schenkt er Menschen, die mit mir nach Antworten suchen. Da werden Fragen kommen, was ist der richtige Weg, wohin soll es gehen? Dann lässt er mich Spuren entdecken, die weiterführen. Und so ist der Segen Jesu mit auf dem Weg. Ich gehe im Wissen, Jesus ist der Weg, und ich möchte Wort für Wort buchstabieren von einem Gedicht von Andrea Schwarz. Die Kraft wächst mit dem Weg. Wenn du Gott vertraust, seiner Zusage glaubst, den nächsten Schritt wagst, ohne zu ahnen, wohin der Weg führt, ohne zu wissen, wie das Ziel heißt, nur von Hoffnung und Sehnsucht getrieben, dann wirst du achtsam bleiben. Wach mit allen Sinnen und dankbar sein für Zeichen und Worte. Und staunen darüber, wie sich Schritt für Schritt ein Weg ergibt, sich das Ahnen verdichtet, der Boden trägt und zum Quellgrund wird. Es ist gut, unterwegs zu sein. Mein Weg ist sein Weg. Sein Weg ist mein Weg. Jesus Christus spricht, ich bin der Weg. Amen. Geh auf deinen Weg getrost und ohne Sorge. Geh mit Gottes Segen, geh ihm mutig voran. Geh an seiner Hand, du bist bei ihm geborgen. Geh mit Gottes Segen, geh ihm mutig voran. Deinen Weg und er kennt auch dein Morgen. Er wird einzigartig täglich für dich sorgen. Er kennt deine Grenzen und er wird dich tragen. Auch wenn du und deine Kräfte auf dem Weg versagen. Geh auf deinen Weg getrost und ohne Sorge, geh mit Gottes Segen, geh ihm mutig voran. Geh an seiner Hand, du bist bei ihm geborgen. Geh mit Gottes Segen, geh ihm mutig voran. Geh mit Gottes Segen voran. Kennt die Gedanken, die sonst keiner von dir kennt. Er steht auch noch dann zu dir, wenn alles um dich brennt. Er fühlt mit dir, wenn dich plötzlich all dein Mut verlässt. Seine Hand gibt immer, was du brauchst und hält dich fest. Geh auf deinen Weg getrost und ohne Sorgen, geh mit Gottes Segen, geh ihm mutig voran. Geh an seiner Hand, du bist bei ihm geborgen. Geh mit Gottes Segen, geh ihm mutig voran. Geh mit Gottes Segen kommen zum Fürbittengebet und davor lade ich Sie noch ein. Machen Sie Gebrauch davon, teilen Sie uns Ihre Gebetsanliegen auf unserer Homepage mit. Wir beten regelmäßig in einem Gebetskreis für Ihre Anliegen. Vater im Himmel, ich bitte dich nicht um ein Wunder, sondern um die Kraft für den Alltag. Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte. Mach mich findig und erfinderisch, um im täglichen vielerlei und allerlei rechtzeitig meine Erkenntnisse und Erfahrungen zu notieren, von denen ich besonders getroffen und betroffen bin. Mach mich griffsicher,
in der richtigen Zeiteinteilung. Schenke mir das Fingerspitzengefühl, um herauszufinden, was erstrangig und was zweitrangig ist. Lass mich erkennen, dass Träumereien nicht weiterhelfen, weder über die Vergangenheit noch über die Zukunft. Hilf mir, das Nächste so gut wie möglich zu machen. Und bitte bewahre mich vor dem naiven Glauben, es müsste im Leben alles glatt gehen. Schenke mir die nüchterne Erkenntnis, dass Schwierigkeiten, Niederlagen, Misserfolge und Rückschläge eine selbstverständliche Zugabe zum Leben sind, durch die wir wachsen und reifen. Und alles, was noch nicht angesprochen ist, legen wir in das Gebet, das uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun gehen Sie als die Gesegneten in die kommende Zeit. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen tiefen Frieden. So segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir sind am Ende des heutigen Gottesdienstes. Schön, dass Sie mit uns gefeiert haben. Zur heutigen Predigt ist eine kleine Predigtbroschüre erschienen mit dem Titel »Der Weg, die Wahrheit, das Leben«. Darin enthalten sind alle drei Predigten der aktuellen Predigtreihe über Johannes 14, Vers 6. Gerne schicken wir Ihnen diese Broschüre kostenlos zu. Wenn Sie mit uns in Verbindung bleiben möchten, freuen wir uns auf Ihre Post, auf Ihre E-Mails oder auf Ihre Anrufe. Gerne können Sie auch einen Eintrag in unserem Gästebuch hinterlassen. Schauen Sie vorbei auf unserer Homepage www.stundedeshoechsten.de. Dort können Sie auch die Predigten zum Nachlesen herunterladen. Wir sind übrigens auch auf Facebook. Dort können wir gerne miteinander ins Gespräch kommen. Wir freuen uns riesig, dass die Stunde des Höchsten auch von vielen, vielen Menschen mitgefeiert werden kann, die nicht hören oder die sich aus anderen Gründen in der deutschen Gebärdensprache in DGS unterhalten. Es gibt zwei Sendetermine von SDH, bei denen dieser Gottesdienst in der deutschen Gebärdensprache übersetzt wird. Das ist Sonntagmorgen um 8.30 Uhr. Und wiederholt wird diese Stunde des höchsten Fernsehgottesdienst in deutscher Gebärdensprache auch am Donnerstag um Mitternacht. Ich freue mich, wenn Sie noch viele darauf aufmerksam machen und wenn diese Menschen mit uns Gottesdienst feiern. Herzlichen Dank für alles, was Sie uns an Unterstützung zukommen lassen. Verschiedene Möglichkeiten gibt es, dies zu tun per SMS. Einfach das Kennwort SDH an die 81190 senden und uns damit 5 Euro zukommen lassen. Oder Sie spenden online über die Homepage oder Sie bestellen sich so eine kleine SDH-Spendenbox. Die können Sie überall aufstellen und für die Arbeit von Stunde des Höchsten sammeln lassen. Ganz herzlichen Dank für all das, was Sie uns zukommen lassen. Wenn Sie diesen Fernsehgottesdienst heute zum ersten Mal gesehen haben und sich heute zum ersten Mal bei uns melden, haben wir ein kleines Begrüßungsgeschenk für Sie. Eines von 4 Aufstellbüchern wollen wir Ihnen gerne schenken. Melden Sie sich. Die gemeinsamen Lieder des Gottesdienstes sind auch auf einer CD von SDH erschienen. Gerne dürfen Sie diese bei uns bestellen. Wir möchten Sie zum Schluss gerne noch informieren, wer hinter den Fernsehgottesdiensten Stunde des Höchsten steht, nämlich die Ziegloschen. Das ist ein diakonisches Werk mit langer Tradition. Wir möchten Menschen helfen, dass sie ein erfülltes Leben haben. Das tun wir in ganz verschiedenen Arbeitsbereichen. Damit Sie einen kleinen Einblick bekommen, wer wir sind, wo wir sind und was wir tun, zeigen wir Ihnen folgende Bilder.
Bei den Zieglerschen steht der Mensch im Mittelpunkt. Das traditionsreiche diakonische Unternehmen besteht bereits seit mehr als 175 Jahren und beschäftigt mittlerweile über 3000 Mitarbeiter in ganz Württemberg. Insgesamt betreuen die Zieglerschen rund 5000 Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Moderne Kliniken in herrlicher Landschaft bieten Suchtkranken vorübergehend ein Zuhause. Unter professioneller Leitung finden Drogensüchtige, Alkoholiker und Menschen mit Essstörungen wieder zurück in ein suchtfreies Leben. Senioren finden in unseren freundlichen Pflegeheimen eine neue Heimat. Mit viel Liebe und Engagement werden sie rund um die Uhr betreut und gefördert. Ein vertrauensvolles Verhältnis steht bei uns an oberster Stelle. In der Behindertenhilfe arbeiten rund 570 Mitarbeiter. Liebevoll und engagiert helfen sie vor allem Menschen mit geistiger und Hörsprachbehinderung, aktiv am Leben teilzunehmen. Eine große Tradition und bundesweite Bekanntheit haben die Schulen für Kinder mit Hör- und Sprachbehinderung. Gottesdienstfeiern ist ein Markenzeichen der Zieglerschen. Für uns ist ein Gottesdienst mehr als traditionelle Formen und Texte. Darum haben wir den Fernsehgottesdienst Stunde des Höchsten ins Leben gerufen. Ein Gottesdienst, der direkt zu den Zuschauern ins Wohnzimmer kommt und Menschen europaweit berührt. Zum jährlich stattfindenden Jugenddiakonie-Festival heißen die Zieglerschen Hunderte von Jugendlichen aus ganz Baden-Württemberg willkommen. An 3 Tagen gewinnen die jungen Menschen in zahlreichen Workshops und Events Einblicke in das Leben und Arbeiten in der Diakonie. Die Zieglerschen, ein modernes Sozialunternehmen mit Zukunft. Wir möchten jedem Menschen ein erfülltes Leben ermöglichen. Mehr Informationen bekommen Sie auf unserer Homepage www.zieglersche.de oder rufen Sie uns an oder kommen Sie einfach mal vorbei. Wir freuen uns auf Sie. Und nun machen Sie es gut, eine gesegnete Zeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.